Siemens Energy hat Hauptversammlung abgehalten. Es war die erste interaktive virtuelle Hauptversammlung des Unternehmens. Ein neuartiges Format, wie Siemens Energy sagt. Das Unternehmen gibt es ja nicht so lange, das heißt, es hat bisher keine Präsenzversammlung stattgefunden, weil es während Corona von Siemens ausgegliedert wurde. Und die erste Hauptversammlung war dann rein virtuell, die nächste auch und jetzt eben diese erste interaktive virtuelle Hauptversammlung. Der Unterschied zu den bisherigen virtuellen: Aktionäre hatten die Möglichkeit, Live-Redebeiträge zu machen und das habe ich natürlich genutzt. Mein Fazit: Es gab technische Probleme. Gleich zu Beginn gab es Systemabstürze, manche konnten sich nicht einwählen, ich wurde auch immer wieder mal rausgeschmissen. Einige konnten dadurch die Reden des Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratschefs nicht verfolgen und das war natürlich schade. Ich präferiere die Präsenzveranstaltungen, weil es eine ganz andere Atmosphäre ist, weil sich Aktionäre untereinander austauschen können. Und weil es was anderes ist, ob man zu Hause in einen Laptop oder wo auch immer in die Kamera spricht oder ob man vor Ort von Angesicht zu Angesicht mit den Vorständen und Aktionären interagieren kann. Und weil immer im Hintergrund auch im Hinterkopf ist, diese technischen Dinge, klappt die Leitung, bleibt sie konstant, bleibt sie intakt oder bricht sie ab. Also, ich bevorzuge klar die Präsenzveranstaltungen. Am liebsten wären mir hybride Veranstaltungen mit der Möglichkeit, sowohl Präsenz als auch virtuell zu verfolgen. Aber da argumentieren die Unternehmen, das ist die teuerste Variante. Darauf gehen wohl die wenigsten ein. Laut Umfragen werden etwa 60% der DAX-Unternehmen dieses Jahr virtuelle Hauptversammlungen stattfinden lassen. Der Gesetzgeber hat ja die Möglichkeit geschaffen, dies auch weiterhin möglich zu machen. Jedes Unternehmen kann sich für virtuell oder für Präsenz entscheiden. Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Aber jetzt zu Siemens Energy. Ich sagte schon, Siemens Energy wurde von Siemens ja abgespalten, weil Siemens ein Klotz am Bein war. Siemens hat sich ja klar für die Digital- und für die digitalen Technologien entschieden, für die Wachstumsbereiche und für die neue Welt. Und da war Siemens Energy mit diesen alten Gaskraftwerken ein Klotz am Bein, haben sie abgespalten. Dann ist Siemens Energy relativ gut ausgestattet mit Eigenkapital an die Börse gegangen. Börsenkurs, der erste war verhalten, dann ging es etwas aufwärts und dann kam der Einbruch wegen Corona und wegen hausgemachter Probleme. Also, wie ist jetzt das letzte Jahr gelaufen? Es war enttäuschend. Der Verlust war höher als im Vorjahr. Und auch dieses Jahr soll der Verlust auf Vorjahreshöhe bleiben, also keine Verbesserung. Der Umsatz ist leicht gestiegen um etwa 1,8%, aber Grund dafür Preiseffekte, Preiserhöhungen. Ohne diese Preiserhöhungen wäre es ein Umsatzrückgang gewesen. Warum diese Verluste, diese höheren Verluste? Zum einen, das Russlandgeschäft wurde aufgegeben. Und zum anderen, das ist der Hauptgrund, Siemens Gamesa, diese Windkrafttochter, die anhaltende Probleme hat. Wie so viele Windkrafthersteller. Das Problem, die haben einen enormen Konkurrenzkampf vor einigen Jahren schon und haben dann Aufträge zu Preisen hereingenommen, die in Wirklichkeit nicht kostendeckend waren. Und dann kam das Problem mit dieser hohen Inflation, die Rohstoffkosten, die Transportkosten sind völlig unerwartet in unerwartete Höhen getrieben worden und gestiegen und das hat diesen Verlust ausufern lassen. Und dann ist eben bei Siemens Gamesa das spezielle Problem, dass Siemens nicht durchregieren konnte, weil die spanischen Gamesa-Aktionäre ja auch beteiligt waren und ein Wort mitreden wollten und so kam es auch immer wieder zu internen Konflikten. Jetzt hat Siemens Energy die Reißleine gezogen,
das Unternehmen praktisch komplett übernommen. Im Moment 97% gehören Siemens Energy und so wird Siemens Gamesa von der Börse genommen. Und jetzt kann auch Siemens Energy durchregieren, die Prozesse optimieren und voll integrieren. Und das muss aber dann auch die Wende bedeuten. Und das erwarten die Aktionäre auch und Aktionärinnen. Und deshalb ist der Aktienkurs auch deutlicher gestiegen in letzter Zeit. Natürlich war das Umfeld, das Börsenumfeld auch positiv, aber schon auch die Erwartung, dass jetzt mit der Komplettübernahme von Siemens Gamesa dieses Problemfeld gelöst werden kann und damit der Zukunft von Siemens Energy die Türen und Tore weit geöffnet sind. Denn an sich ist das Unternehmen ja wichtig. Es deckt als einziger Anbieter weltweit praktisch die komplette Energietechnik über alle Prozessebenen ab. Von der Siemens Energy bietet Maschinen für die Energieproduktion an, Maschinen und Anlagen, für die Übertragung, für den Einsatz, für die Verteilung und auch beim Anwender Optimierungsmöglichkeiten. Es besteht aus den vier Sparten Gas and Power. Das sind eben diese Gaskraftwerke, die früher Siemens ein Klotz am Bein waren und vor allen Dingen die Kohlekraftwerke. Und jetzt, überraschend, da ist die Wende am stärksten gelungen, wegen Ukraine-Krieg, wegen dieser völlig anderen Entwicklung der Energiemärkte als vor einigen Jahren noch erwartet. Gaskraftwerke sind ja enorm an Bedeutung, haben zugenommen wegen LNG und so weiter. Also dieser Bereich, dem geht es aktuell relativ gut und da hat Siemens Energy auch die Kosten runterdrücken können, die Prozesse optimieren können. Dann gibt es den zweiten Bereich, den Grid-Bereich, den Netzbereich, also den Übertragungsbereich, auch da deutliche Fortschritte, auch dieser deutlich positiv. Dann gibt es den dritten Bereich, der heißt Transformation of Industry, also der Wandel der Industrie auf Erneuerbare hin. Mit dem großen Thema Wasserstoff, auch dieser Bereich hat sich sehr positiv entwickelt. Er wirtschaftet Überschüsse und dann eben dieser vierte Bereich, dieser Windkraftbereich Gamesa mit hohen Verlusten. Und der hat dazu geführt, dass diese positiven Ergebnisse der anderen drei Bereiche vollkommen überlagert wurde. Und da eben die große Hoffnung, dass es ab jetzt aufwärts geht. Aber es wird nicht von heute auf morgen gehen. Und diese Übernahme von Gamesa kostet 3 Milliarden. Dafür wurde eine Pflichtwandelanleihe schon ausgegeben, die später in Aktien umgewandelt werden und die das Kapital der Aktionäre verwässern. Und zusätzlich werden noch Kapitalmaßnahmen erforderlich. In welcher Höhe ist noch nicht genau bekannt, hängt auch vom Kapitalmarkt ab, aber es wird noch was kommen, also die Verwässerung dieser Altaktionäre wird nochmal zunehmen. Und dennoch der große Lichtblick und die Hoffnung, dass es mit Gamesa aber dann auch aufwärts geht und dass dann endlich Siemens Energy insgesamt positiv verläuft. Denn an sich, wie gesagt, die Bedeutung der Energietechnik hat ja enorm zugenommen, nimmt weiter enorm zu. Irgendwie muss Energie produziert werden. Immer mehr Staaten stellen um, auch auf Erneuerbare oder setzen vermehrt LNG und Gas ein. Auch das bietet ja Siemens Energy an. Also eigentlich müsste die Nachfrage die nächsten Jahre enorm anwachsen und dem Unternehmen enorm Auftrieb geben, wenn die Kosten im Griff sind. Eigenkapitalausstattung bisher immer noch sehr, sehr positiv, über 30%, also sehr solide. Der Cashflow ist übrigens angestiegen, auch das sehr positiv. Tja, aber das Problem eben diese Verluste und das Vertrauen, das am Kapitalmarkt wieder zurückgewonnen werden muss, denn Siemens Energy musste immer wieder Gewinnwarnungen rausgeben wegen Verluste bei Gamesa. Und das hat dem Vorstandschef Christian Bruch natürlich Vertrauen gekostet. Das muss wieder zurückgewonnen werden.
Mein Fazit also, ein Unternehmen, das Zukunft hat, das gebraucht wird, wenn die Probleme bei Gamesa gelöst werden können. Wie sehen Sie die Entwicklung von Siemens Energy? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Noch eins hätte ich fast vergessen, Dividende. Dieses Jahr wird nicht gezahlt, eben auch wegen dieser Übernahme. Letztes Jahr wurde eine Dividende von 10 Cent mehr symbolisch bezahlt. Und damals der Hinweis, ab jetzt wird Dividende gezahlt. Und dann kam es eben wieder anders, wegen Ukraine-Krieg und so weiter. Aber der Vorstandschef sagt nach wie vor, Siemens Energy hat klar das Ziel, ein solider und verlässlicher Dividendenzahler zu werden, sobald die Gewinnschwelle erreicht wird und die Ergebnisse besser werden. Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Wie immer, ich freue mich, wenn Sie das Video weiterverteilen, wenn Sie es liken und wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Diese Woche geht es weiter, Donnerstag Siemens Hauptversammlung, auch da werde ich mit von Bord sein und auch darüber werde ich wieder berichten. Die Hauptversammlungssaison nimmt langsam Fahrt auf und ich werde immer wieder über Unternehmen berichten. Bleiben Sie dabei. Bis zum nächsten Mal.